Hallo zusammen, willkommen zurück zu City Skylines. Letztes Mal haben wir dieses krasse Ding gebaut. Läuft übrigens super geil. Und jetzt sind wir hier noch dran gewesen, beziehungsweise da. Da habe ich zwar gesagt, das mache ich offscreen, aber ich habe etwas ganz Geiles vor, so dass ich das quasi auch zeigen wollte. Und zwar wollte ich ursprünglich die Abfahrten eigentlich hier so abfahren lassen und ganz normal wieder hier an den Kreis dran gehen. Was natürlich auch geht, aber irgendwie finde ich es nicht so geil und deswegen bin ich hergegangen und wollte dann... Moment... Wollte dann quasi so einen Kreisverkehr von den Dingern hier oben drauf bauen. Geht natürlich super gut, wie man sehen kann. Auch wenn man die Sachen hier abstellt, geht es nicht. So, weil auch immer diese ganzen Stempel im Weg sind. Aber ich habe das Ganze jetzt mal hier aufgebaut, so wie ich es halt haben wollte. Habe die äußeren Stempel entfernt. Ich meine, klar, wird es wahrscheinlich so theoretisch nicht halten, wenn es in echt wäre. Aber es soll gut aussehen und man würde dann... Also man kann natürlich auch ganz andere Formen bauen, wenn man in echt baut. So. Auf jeden Fall werde ich das jetzt quasi kopieren, beziehungsweise habe ich das schon kopiert, wie man hier sehen kann. Und dann kann man das einfach, also das ist Move It, dann kann man das einfach so positionieren, wie man das möchte und kann das dann quasi angleichen. Also man kann es jetzt auch noch ein bisschen verdrehen, mit rechter Maustaste gedrückt halten. Man muss jetzt nur gucken, dass man das so ziemlich mittig setzt. Eigentlich die Stempel, die nicht mehr da sind, auf die Monorails. Und der Rest halt irgendwie so da dran, warte, ich glaube so. Wenn ich das jetzt festsetze, Achtung, warte, ich bin sehr, sehr pingelig bei sowas, sieht man gerade. Okay, zu 95% passt das jetzt. Kann man das einfach da dran setzen. Und siehe da, wir haben einen Doppelkreis-Kreis-Auffahrt-Abfahrt. So, jetzt machen wir folgendes, das abwählen, oh nein, aber Steuerung Z kann man, nein, oh, jetzt soll ich das, oh nein. Oh Mann, ey. Voll am Heulen so die ganze Zeit. Das ist aber echt krass eigentlich, so die Art. Zack. So, jetzt haben wir das fertig. Jetzt will ich das abwählen. Rechte Maustaste, perfekt. Linke Maustaste, das andere abgewählt. Die auswählen nehmen wir wieder. Das Abreißtool. Aber das ist eigentlich ganz cool. Man baut das so anders auf und legt es dann da drüber. Weil gerade hier war ein Stempel. Passt natürlich nicht, weil da die Monorail ist. Und hier war auch ein Stempel, passte natürlich nicht, weil da die Autobahn ist. Aber rein theoretisch, wenn man das jetzt in echt bauen würde, wäre hier auch ein Stempel. Also das ist natürlich jetzt nur wegen den Vorgaben von dem Spiel hier gerade. Und jetzt müssen wir nur machen, dass man hier auch auf- und abfahren kann und oben in den Kreis reinkommt und von dem Kreis dann wieder runterkommt. Das ist eigentlich nur ein riesiger Drehkreis. So. Das dann dazu. Machen wir die mal eben weg. So. Deswegen, ich fand das so cool, diese Art zu bauen, dass ich das unbedingt mit drin haben wollte. Wir machen jetzt gerade minus 400. Und ja, wir sollten auf jeden Fall so schnell wie möglich neue Einwohner akquirieren. Ist ja nicht so, dass wir hier Geld scheißen könnten, obwohl wir noch genug haben, aber trotzdem. Das ist voll okay. Boah, die würde ich gerne im Workshop anbieten, aber ich glaube, ich kann es nicht mehr ausschneiden, ne? Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So. Ich hoffe, das Stempel passt. Ich dachte, jetzt hätte ich den Stempel auf die Straße gezogen. Aber das ist schon mal geil. Jetzt können die Leute da schon mal drehen, so. Mehr können sie noch nicht machen. Aber kommt gleich. Wir machen es minus 500, ey. Nur weil so viele Straßen bauen. Da seht ihr aber auch, dass Straßen auch ordentlich Kohle kosten und die nicht umsonst sind. Also wie in echt. So, und das machen wir dann natürlich auch nochmal hier hoch. Drehen das Ganze. Ich fange ganz gerne mal an derselben Position an, dann passt das auch so ziemlich. So, das ist nochmal top, oder? Jetzt müssen wir, jetzt kommt es wieder, jetzt müssen wir nur von da oben runterkommen. Ich meine, so ein Drehding ist ja schön und gut. Aber die Leute würden auch ganz gerne rauf und runter fahren. Oh, das ist aber echt geil. So auch an sich. Warte, wir brauchen ja theoretisch nur... Eine hoch, eine runter, ne? Also mehr bräuchte man eigentlich nicht bei der Konstruktion. Eine hoch, eine runter. Jetzt überlege ich schon, ob ich nicht noch eine fette Straße da drüber gehen. Aber ne, ich lasse das mal eben. Eine hoch, eine runter. Von da fahren die ab. Dann würde ich sagen, kann man von hier abfahren. Das ist top. Oh. Ist natürlich jetzt... Ach so, wegen der Railroad da drunter. Geht sogar, nice. Also da kann man jetzt abfahren und ich würde fast schon sagen, dass man dann hier auffahren kann. Und zwar nach da.
Oh mein Gott. Also ihr seht auch, der Bauskill steigt mit jedem Part City Skylines. Das hätte ich früher nie hinbekommen. Die waren ja super scheiße. Ich bin jetzt super begeistert davon. Auch wenn manche sagen, das baue ich schon seit 2 Jahren. Ich aber noch nicht. Und das ist ja mehr oder weniger so Freestyle ohne Road Anarchy, weil ich nicht weiß, noch nicht weiß, wie ich die anmachen kann. Nicer, dicer. So, was machen wir denn noch? Also eigentlich müsste ich jetzt noch diese geile Railroad an der Stelle ein bisschen verschieben. Damit die wirklich, wirklich perfekt ist. Komm her. Komm her, mein runder... Hä? Ja, top. Ich will dich doch komplett haben, bitte. Ah, jetzt geht's. Wollte gerade sagen, komm her, mein runder Freund. Jetzt ziehe ich dir mal ordentlich einen durch. Warte mal. Jetzt pass auf, jetzt geht die Straße, jetzt geht die Railroad da nicht mehr hin. Muss ich nochmal neu anfangen, dann so, nein. Boah, da will ich aber alles kaputt schlagen, glaube ich. Na, wollte schon sagen. Da wäre aber City Skylines jetzt beendet gewesen. Nice. Auch wenn die den Berg sehr langsam hochfahren, weil der sehr steil ist. Ah, ne, geht. Der war halt nur fett, der LKW. Aber ist top. So, damit haben wir unsere beste Autobahn, die wir hier gebaut haben, an der Stelle. Und wir machen nur noch 1000 Minus. Boah, das ist so heftig gerade, ne? Kann ich so einen Clickbait-Titel machen? 1000 Minus. Wird unsere Stadt pleite gehen? Lol. Wollte gerade sagen, boah, krass, ey. Schon haben wir keinen Stau mehr, aber wir haben wohl noch Stau. Okay, warte mal, bevor wir jetzt weiter Straßen bauen, sollten wir uns jetzt echt um Einwohner kümmern. Weil so gerne ich auch Straßen baue... Wir brauchen jetzt erstmal Einwohner. Und das erste, was Peter macht, alle anderen Einwohner rausschmeißen. Habt ihr gesehen, die Autos, die hier entfernt worden sind, sind hier hingegangen. Macht natürlich keinen Sinn, weil die Häuser halt alle weg sind jetzt. Und die da hinten jetzt wieder keinen Strom haben und sagen, oh, kein Strom. Oder haben die Strom? Ne, die haben keinen Strom, ne? Ne. Alarm, kein Strom. Warte. Bam. Und verbunden. Da war mal endlich wieder ein Geräusch. Alles gut. Der kann dann weg. Ja, da müssen wir jetzt gleich mal nochmal schauen, wie wir das Ganze mit an. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir so ähnlich so eine Art Raster da reinmachen. Ah, dieses kleine Wohngebiet hat uns knapp 800 Dollar gebracht. Aber ist kein Problem, kriegen wir jetzt auch wieder hin. Weil jetzt haben wir Platz, hier Wohngebiete reinzuballern. Böllern. Die auch ordentlich orbiten gehen. Und wir machen mehrere Stufen von Wohngebieten. Einmal werden wir hier draußen... Hä, was ist da denn los? Also wir werden außerhalb hier wahrscheinlich ein paar Gewerbegebiete dran machen. Vielleicht machen wir hier so ein kleines Gewerbegebiet. Und daran dann ein Wohngebiet. Und machen wir natürlich so ein bisschen griddelig wieder. Aber nur ein bisschen jetzt. Wir machen jetzt hier nicht so ein ganz krasses Grid rein. Aber ein bisschen Grid. Und ich guck gerade, warte mal, so können wir das eigentlich machen. Warte. Ja? Nein? Ey, ich schlag das gleich. So, so ist gut. Peter will immer hauen. Ihr merkt schon, ich bin ein sehr aggressiver Typ. Kindergarten hatte ich die besten Freunde. Wo, wenn ich genau drüber nachdenke, war ich nur kurz im Kindergarten. Ja, deswegen wahrscheinlich. Was ist denn da los jetzt bitte? Ja, jetzt. Nein, nein. Also wir müssen die maximale Straße rausbekommen. Ah, jetzt so. Dann gehen wir ein bisschen nach innen. So. Und wenn wir jetzt hier durchführen, also hier einen reinziehen, könnte man das sogar so machen, dass man das jetzt gerade macht. Oh, ich freue mich darauf, auch hier Fußwege zu machen. Und vor allen Dingen dann die Öfis einzubauen. Öffentliche Verkehrsmittel, also U-Bahn jetzt speziell. Mehr haben wir ja eigentlich noch nicht in der supergeilen Stadt hier gerade. Top. Funktioniert ja wieder vorzüglich. Ja, so ist doch gut. So, das wird auf jeden Fall unser Ausleger für Gewerbegebiet nochmal, beziehungsweise, ja doch, Gewerbegebiet. Dann geht's über gleich in
Wohngebiet. Und ich muss diese äußere Straße auch noch ein, zweimal mit der inneren verbinden, sonst ist das echt scheiße. So. Und so. Und dann sehen wir auch mal unser geilen Megakreisverkehr, der hier ist, in Action, weil dann werden wir da auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute haben, die da herfahren. Ja, das war gut. Können wir hier die ersten Wohngebiete dran machen? Gut, daneben ist halt die Autobahn. Da wohnen die Leute natürlich nicht so gerne, aber ich werde jetzt hier zwei Schichten benutzen. Und zwar werde ich hier einmal diese dünne. Also da, wo nicht so viele wohnen, werde ich dahin machen. Vielleicht zwei Reihen. Vielleicht werden wir nachher, wenn wir die Stadt auch an ihre Grenzen getrieben haben, was ich nicht glaube, werden wir quasi alle Wohngebiete vielleicht nochmal aufheben und dort richtig fette Wohngebiete ranmachen. So. Und das kommt dann hier hin. Ja! Da kommt Gewerbe rein. Sofern man es denn möchte, kann ich aber schon mal setzen. Wie gesagt, hier das dünne. Und hier dran dann das dickere. Damit die Stadt auch so ein bisschen Abwechslung hat. Parks und so machen wir gleich noch rein. Da wohnen die jetzt bald. Ziehen die ordentlich ein. Minus 3000 schon. Alter, wir müssen uns beeilen mit den Häusern. Ich weiß gar nicht, warum das gerade so teuer ist. Obwohl, klar, ich habe Straßen gebaut, Einwohner alle weggehackt. Wir haben 10.000 Einwohner verloren. Nur weil der Bürgermeister das schön haben wollte. Und übrigens hätte ich ganz gerne mal, ich gucke einmal nicht, dass... Ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum nicht... Oh! Jetzt weiß ich auch, warum die nicht so viel mehr bezahlen. Okay. Vergesst alles, was ich gerade erzählt habe. Es liegt einfach daran, dass sie alle tot sind. Ich mache erstmal so. Um die Skier an unglaublich vielen toten Leuten abzutransportieren. Alter. Was sind das denn für geile Häuser? Hui. Die sind ja voll grün. Das ist auch cool. Okay, sehr, sehr geil. Wenn die Leute jetzt wechseln, dann zahlen die auch, glaube ich, wieder ein paar Steuern mehr. Aber krass. Finde ich echt cool. Stadt der Toten, aber trotzdem waren die alle sehr, sehr zuversichtlich und sind wohnen geblieben. Top. Ah nein, hier ist so eine Felle drin. Das ist jetzt aber ärgerlich. Oh, warte mal. Mini-Wohngebiet, Mini-Kreisverkehr. Oh. Hier. Oh, das ist schön. Jetzt haben die kein Water. Warum nicht? One Water, $1. Warte. Alle. War in Las Vegas immer. Ein Wasser, $1, ein Wasser, $1. Sind da 1000 Leute rumgelaufen. Voll gut. Wann war ich denn in Las Vegas? Schon lange her mit Pizmeet, Commander Krieger und ich glaube, das war's von den Kanälen her. Aber war schon interessant. Aber nur zwei von Pizmeet. Chris und Sepp. Warte, was denn? Parkautobahn? Das ist eine Autobahn? Wenn man mal schnell irgendwo hin muss, kann man mal die kleine geile Autobahn benutzen, die da in der Mitte ist. Jetzt machen wir 5000 minus, wir sind gleich pleite. Okay, nicht ganz, ne? Aber wenn ich weiter so baue, auf jeden Fall. Jetzt mach doch mal was, Peter, bitte. Ah, jetzt. Okay, dankeschön. So. Wunderschöner Mini-Kreisverkehr am Start. So. Ich weiß nicht, wie der gleich aussieht, aber zumindest haben wir dann ein bisschen... Oh, da könnte man dann die... Wie nannte sie sich? U-Bahn anschließen. Und hier noch hoch. Dann könnte man noch hier so ein... Ja, also hier ist sehr, sehr viel Platz hier in der Mitte. Ich glaube, wir machen das so. Passt auf. So. Dann so. Und hier in der Mitte machen wir einfach einen Geraden drauf geschissen. So. Und da dann noch so. Ich meine, klar, sieht jetzt sehr, sehr willkürlich aus alles. Oder wenn ich so genau drüber nachdenke,
Ist das... Nee, ist nicht willkürlich. Ist irgendwie... So. Geile Stadtteile kommen jetzt rein. Jetzt können wir einziehen ohne Ende. Jetzt brauchen wir wieder Einwohner. Bitte, bitte, zieht ein. Ich brauche Geld. Bürgermeister braucht Geld. Sonst ist Lost Davies bald pleite. Wir haben nur noch 4 Millionen auf der hohen Kante und machen 5.000 Minus nur. Voll gut. So, dann machen wir mal schneller. Alter, immer noch? Ja, okay, jetzt ziehen die doch schon wieder aus. Okay, wir müssen mal ganz kurz ein paar mehr Leichen abtransportieren hier. Wir brauchen mehr Autos, die Leichen abtransportieren. Und wir machen wieder Plus an Einwohner. So ist das gut. Und jetzt gebrannt. Top. Warum passieren denn immer so voll viele Sachen, wenn ich angezoomt bin? Ach, das sind bestimmt jetzt diese Sterbewellen, ne, die man kennt. Also es gibt ja sogenannte Sterbewellen, weil wenn, sag ich mal, in dem Wohngebiet relativ gleichzeitig alle einziehen, dann werden in dem Wohngebiet auch relativ gleichzeitig alle sterben. Und das ist halt immer so ein bisschen blöd und nachteilig. Ich meine, klar, macht irgendwo Sinn. Also, dass es nachteilig ist. Nicht, dass sie alle gleichzeitig sterben werden. Ort bereits belegt. Hier können wir den hinmachen. Wo wir fangen jetzt erstmal hier an mit einem kleinen. Dann machen wir hier an der Ecke noch einen. Machen noch einen Hundepark dahin. So. Könnten hier auch noch einen Hundepark hinmachen. Und U-Bahn kommt da jetzt hin. Vielleicht passt die sogar in der Mitte. Boah, das wäre obercool. U-Bahn. Oh, die passt sogar in der Mitte. Aber nee, warte mal, das wäre blöd. Da müssen die alle immer über die Straße, um da hinzukommen. Wäre zwar cool, aber irgendwie auch nicht. So. Lol, wieder genau in dem Moment ein Haus gebaut wurde. So voll geil so. So, wir ziehen ein jetzt, ne? Alles klar, weg das Haus. Tschüss Haus. Aber das Schöne ist halt an der U-Bahn, das muss kein geschlossener Kreis sein. Und wir gehen drauf auf die U-Bahn. Da haben wir sie. 246 Passagiere. Ich glaube, ich könnte sogar eine Bahn streichen. Aber 91% ersparte Autobahn. Autofahrten. Jo. Jetzt frage ich mich, kann man auch einfach eine hinzufügen? Also man kann die zwar verschieben, aber ich weiß nicht, ob man die einfach hinzufügen kann. Hauptbahnhof. Industriegebiet. Wohngebiet. Und wir fahren zurück zum... Industriegebiet, Hauptbahnhof, IT-Cluster und zurück in die Innenstadt. Zweite Innenstadt. So, das läuft. Ja, okay, wir kommen jetzt langsam wieder hoch mit den Einwohnern. Ich habe auch sehr, sehr viele Straßen gebaut, ich gebe es zu. Also sehr, sehr viele Straßen. Da ist ein kleines Krankenhaus. Ich glaube, das kleine Krankenhaus werde ich jetzt erstmal entfernen. Ne, warte mal, das ist gar kein Krankenhaus, ne? Lol, habe ich hier kein Krankenhaus? Ich habe nur Krematorien, voll gut. So, dann machen wir hier mal ein richtig fettes Krankenhaus hin. Was kostet das nochmal im... Oh, Unterhalt pro Woche 2400. Oh. Aber sollte man ja bauen, oder? Komm. Auch wenn das jetzt unser Geldbeutel wieder hardcore einreißt. Achtung, nein, 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 bitte nicht so viel. Das lockt auch sehr, sehr viele an davon ab. Schule. Grundschule voll überladen. Oberschule geht noch, Grundschule bräuchten wir theoretisch nochmal. Machen wir, glaube ich, hier direkt an der Bahn hin. Direkt an der Bahn. Und dann können wir hier nochmal einen Weg nehmen. Weil die würden jetzt, sag ich mal, einmal rumlaufen, um zur Schule zu gelangen. Ist natürlich totaler Quatsch. Deswegen machen wir das so.
Oh, wie viele Leute auf einmal rausgestürmt kamen. Ausgezeichnet. Und ich glaube, ich werde mal nächste Folge einfach mal, oder übernächste einfach, wie heißt es, das ganze Ding mal auch im Dunkeln spielen lassen, weil ich ganz gerne mal sehen möchte, wie so eine Stadt halt im Dunkeln aussieht. So, sind jetzt gerade nur noch 1000 im Minus. 600, 500. Sind jetzt hier im Moment wieder im Plus. Und ich guck mal ganz kurz, das ist alles richtig. Budget. Wir holen uns einen Kredit, Alter. So, jetzt sind wir wieder im Plus. Gerade an der... Ne, jetzt sind wir im Minus. Jetzt sind wir im Plus. Gerade an der Grenze. Läuft auf jeden Fall. Das Wohngebiet hat uns voll rausgerissen. Da wohnen jetzt erstmal 4000 Leute drin. Aber eigentlich fällt mir gerade mal ein, wollte ich da noch Industrie weiterführen. Aber egal, lassen wir jetzt so. Machen wir hier noch Wohngebiet. Also hier kann man noch ganz normales Wohngebiet machen, gegenüber von den Büroräumen. Oder halt Gewerbegebiet, kann man da theoretisch jetzt auch setzen. Gerade am Hauptbahnhof wäre es, glaube ich, ganz schlau, da ein paar Gewerbegebiete zu haben. Also ich glaube, ich für dieses Spiel sowas von Latte, aber so vom... von der Art her. So, und dann können wir vielleicht... Oh, können wir sogar, nice. Funktioniert. So, dann haben wir da eine Straße. Also ich muss natürlich jetzt gucken, wie wir das am besten oder am schlauesten noch an dem Rest hier anschließen. So, dass hier nicht zu viel Kratzverkehr nachher ist oder Stau oder whatever. Zack. Aber zumindest bauen wir mal endlich Gebiete wieder. Fällt mir ein, ich habe den einen Kreisverkehr noch gar nicht auf Vorfahrt gestellt, right? Ah, jetzt kommen wir nicht mehr rein, top. Vorfahrtstraße, so. Genau, den Kreisverkehr, der steht nämlich noch nicht auf Ampel und so ein Scheiß, aber der läuft. Dann wenn man den direkt auf Vorfahrt macht, sind die Ampel sowieso weg, meine ich. Wow, die meisten waren einfach nur durch. Top. Aber ich meine, da ist ja auch nichts, ne? Also da ist jetzt weder irgendwie ein geiles Gebiet, wo die Leute hinfahren wollen, da ist keine Bahngleise oder so. Wo wir gerade bei Bahngleisen sind, ich hätte ganz gerne hier irgendwo noch einen ganz normalen Bahnhof. Verbunden mit dem Hauptbahnhof. Obwohl, da ist jetzt auch die U-Bahn. Also man muss da gucken, was sich irgendwie, was Sinn macht. Da hat man alles doppelt und dreifach. Auf jeden Fall, dass er läuft. So. Ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von City Skylines. Und lasst eine Bewertung auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Und dass wir jetzt endlich anfangen, die Stadt zu bauen. Nenne ich es einfach mal, ne? Wir bauen jetzt die Stadt. Hä, wieder einer einfach an deiner Mitte wohnt, okay. Also haut rein. Tschüss.